Die Centennial Sniper ist die vielleicht einzige Waffe in Hunt Showdown, die ich noch nie gespielt habe, weil die Kombination Sniper Scope mit Medium Ammo für mich immer falsch klang. Snipen muss man doch mit Long Ammo. Was ich allerdings übersehen habe, ist, dass die Centennial Geschosse mit 600 Metern die Sekunde dann doch echt schnell sind, viel schneller etwa als die der Wetterli. Und seit Update 1.15 gibt's für die Centennial auch noch High Velocity Ammo, die 800 Meter die Sekunde schafft und damit nur knapp hinter der Mosin Spitzer liegt, gleichzeitig aber auf mittlere Distanz mehr Schaden macht als die Spitzer. Auf große Distanzen kommt mit Spitzer zwar mehr davon auch wirklich an. Die hat eine Headshot Range von 336 Metern. Die Centennial schafft hier nur 180 Meter, hat dafür aber 22 Schuss statt nur 15. Und ihr kriegt aus Special Ammo Boxen 6 Schuss raus statt nur 2. Außerdem kostet die Centennial mit High Velocity nur rund ein Drittel der Mosin Sniper Spitzer. Also muss ich mal spielen. Als Zweitwaffe kommt der abgesägte Drilling mit Dum-Dum und Slugs mit. Dum-Dum spiele ich im Drilling ja immer für den Stresseffekt. Slugs spiele ich hingegen nie, aber ich dachte, ich probier's mal. Und wenn's wie sonst auch immer daneben geht, habe ich extra die Hand Cannon Hatchet dabei zum Hacken. Und bevor einer denkt, ich wäre in dieser Situation bestimmt gestorben, nee, ich habe das tatsächlich überlebt. Mein Hunter ist im Drown Pack verschrieben, das heißt, ich regeneriere Gesundheit und Ausdauer im Wasser, was zum Beispiel beim Assassin Fight in der Pfütze super ist. Und Remedy habe ich auch, kann also mit Hilfe eines Trades Knutzen wiederherstellen. So viel zur Vorgeschichte, auf geht's ins Bayou. Da höre ich in der Ferne gleich ein Gegnerteam. Und Ferne ist ja was, was mir als Sniper gefällt. Okay. Und Captain Allens. Ja, lass dir Zeit mit der Leiter. Ist ja nicht so wichtig. So, sieht man die irgendwie? Ja, man hört zumindest noch einen Arm. Ja, bleib mal da hinten stehen. Boah, das hätte fast geklappt. Der bleibt wirklich stehen. Ja, oh, und ich treffe ihn nicht. Herrgott, warum? Jetzt dann. Hä? Oh, ich kann die hintere Wand nicht sehen. Die war da eben noch da. Nee, die war nicht eben noch da. Da war nur die Tür davor. Nee, da mache ich das nicht nochmal. Das ist ja ein Exploit. Sorry. Aber den einen Kill nehme ich noch mit. Nee, solange die vor der Tür standen, war alles gut. Aber als der dann irgendwie da rausgewaltet ist. Das wird sich komisch. Aber da ist der Boss schon mal nicht. Warum sind sie da jetzt gelaufen? Das wäre natürlich ein bisschen lustig, weil ich mich dann da hinten auf das Dach setze. Und von da den Clou abaime. Aber jetzt sehen die mich natürlich hier so laufen. Okay. Schon nochmal Glück gehabt. Ach, den scheiß Clou gar nicht sehen. Na gut. Oh, von der anderen Seite kommen Leute. Gehen die sich noch den Clou holen? Bestimmt. Genau, kurz rein und sag hallo. Ja, und das lasse ich nur hier. Keine Chance, dass das jemand sieht.
Haut mich direkt um. Eieiei. Ja, kann ich ja direkt liegen bleiben. Scheiße. Mitten reingelaufen. Na gut, vielleicht läuft noch einer in eine Falle. Aber die zünden mich an und alles. Oh, ich habe einmal Dingsbums. Ja, da kommt schon die Lampe. Ich habe ja einmal Remedy. Das heißt, wenn da jetzt einer in eine Falle rennt, gibt es vielleicht kurz Aufruhr. Hinten einer stirbt. Und dann muss ich halt nur schnell losrennen und mir einen Clou suchen. Das ist sehr close in mir dran. Probier's. Wasser ist mein Freund. Oh. Jetzt ist hier unten ein Trade. Ich werde nicht mehr. Wie viel Glück kann man haben? Jetzt so aufgeregt. Bewegt sich doch wer. Komm mal, einer von euch. Oh, fuck! Mal gerade den Clou holen, wollte ich sagen. Und hier geht eine Tür auf. Würde mir zu besser gefallen. Keiner geht mir in die Falle. Vielleicht springt sie gleich einen an. Kann ich finishen. Ne, ist unten, ne? Shit.
einfach mal Feuer hinmachen. Immer schön im Keller hier. Ich würde tatsächlich noch mal so eine Slug nehmen. Da ist auch. Was ist eine von meinen? Nee. Oh, und jetzt einer unten. Nein. Oh, das klingt so, als würde da gleich jemand necromancen. Nicht noch eine Lampe irgendwo? Also so viele Lampen dann vorhin. Oh. Naja, wo sind denn die anderen? Die kommen doch bestimmt noch rum. Solange wie das hier dauert. Eigentlich kann ich mir das hier auch mal geben jetzt. Kein Packmule. Doch. Zünden jetzt draußen wahrscheinlich auch noch Zeug an. Blöderweise sind die ganzen Türen entriegelt. Schön versteckt. Oh Mann! Ja, was? Geht den Weg nicht. Ich glaube, sie lebt jetzt halt wieder.
Und noch schwere Blüterei. Es liegt hier vor der Tür rum. Durch die ich nicht durchschießen kann. Zocken sie da halt blöderweise beide. Nicht so langsam. Oh, hat er sich selber angezündet? Das wäre schön. Würde ich appreciaten. Falls nicht, ich da noch was. Ja, da kommt jetzt auch noch wer. Push rein. Danke. Hat er überlebt. Shit. Hab ich den nicht gerade erst angezündet? Der muss doch auch vergiftet sein jetzt. Gift da. Die sind da liegen? Ne, shit. Ganz neues Problem. So viel Munition habe ich nicht mehr. Jetzt kommen die garantiert demnächst die anderen. Ah ne, unexpected, okay. Ist mir jetzt eigentlich auch die aus. Alle. Ah, warum schießt das nicht? Habe ich nur einmal geschossen? Warum konnte ich nur einmal schießen? Warum konnte ich nur einmal schießen?
darf den das Viech jetzt nicht überlassen, ey. Das wäre mega ärgerlich. Wir bauen jetzt überall neue Fallen auf. Aber er ist ja super squishy. Nicht auf mich. Da haben sie die Falle aufgestellt. Das ist schon ein sehr geiler Fight. Was checken Sie denn immer? Da oben oder unten, wo bist du? Fuck! Oh, man hört mich immer noch. Also er hat halt nichts mehr. Great fight, thank you. That was awesome. GG. Whew. I'm down to my last bullet. Great fight. So. Kann die jetzt noch kommen? Ey, das würde mich jetzt fertig machen, wenn jetzt hier noch wer käme.
Hallo. Hammer's bitte. Dankeschön. Jesus fucking Christ. Okay, aber nein. Ein Kill mit dem Ding. Schmeiß das weg. Gut, der Weg zum Ausgang ist auch noch relativ weit. Aber wisst ihr was? Ich nehme jetzt hier die Altarboy mit. Falls hier noch einer was will. So, das brauche ich wieder. Das gleich zweimal nehmen. Das brauche ich dringend wieder. Ach, hier draußen liegen dann auch noch Leute rum. Die haben sie direkt mal alle angezündet. Aber ich frage mich, ob die beiden jetzt zu der Frau vor der Kellertür gehörten. Eieiei, impressive. Oh, sie selber erschossen. Oh, da liegen auch noch welche. Habe ich Magpie? Nee. Also der Bogenschütze, der hat aber doch ganz gut noch hingelangt. Ist da zufällig auch noch ein bisschen dumm drin? Nee. Ja. Viele Leute hier gestorben. Und irgendwo am anderen Ende der Map ist jemand fröhlich rausspaziert. Mache ich jetzt auch. Zur Centennial Sniper habe ich jetzt noch kein abschließendes Urteil, aber auf dem Papier klingt das wirklich alles sehr gut. Muss ich also nochmal spielen. Aber der Hackendrilling hat gut funktioniert, auch wenn die Nachladezeit halt wirklich stressig ist. Hat euch das Video gefallen? Dann gerne ein Abo mitnehmen und Daumen nach oben und einen netten Kommentar lassen. Dann freue ich mich und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Danke euch, ihr seid die Besten. Ich bin der Fabian. Bis zum nächsten Mal. Ciao.